Hi, liebe Wurmflüsterer und die, die es werden wollen. Heute habe ich hier ganz besondere Pläne. Aber zunächst muss ich natürlich erstmal schauen, was sich getan hat. So, jetzt nehme ich erstmal hier mein ganzes Laub. Und die Zeitung. Das sieht ziemlich trocken aus. Also nicht ganz trocken, aber definitiv nicht feucht. So, und dann nehme ich hier alles und packe das mal hier einfach auf die Seite. Dann sieht man nämlich erst tatsächlich, wie wenig Humus bisher in dieser Kiste ist. So, dann schauen wir mal, was sich hier getan hat in letzter Zeit. Ich bin gespannt. Ich habe auf jeden Fall ein paar schöne Brecher hier drin. Jawohl. Hier in diesem Ring, wenn der so anschwillt, dann ist da gerade ein Kokon am Entstehen oder bereit, befruchtet zu werden. Also hier entstehen tatsächlich die Kokons von diesen Würmern. Das heißt, die sind durchaus bereit, sich zu vermehren. So, wollte ich nur mal kurz gezeigt haben. Dann schauen wir mal, der war hier gerade einfach drin in diesem Paprikastiel, in diesem alten. Schauen wir mal. Schaut mal, hier ist noch Kürbis sogar. Und Bananenschale hatte ich letztes Mal hier reingegeben. Die füllt, schaut euch das mal an, voll mit Enchitrin und Milben. Seht ihr das? Wow. Die leisten da Vorarbeit und machen das verzehrbar für die Würmer. Krass. Das ist kein Wurm, das ist auch ein Stück Bananenfaser. Okay. Somit kann ich das, was ich eigentlich hier machen wollte, jetzt gar nicht machen. Seht ihr das? Die haben nämlich nur auf der einen Seite hier diesen Ring. Mir fällt gerade der Fachbegriff wieder nicht ein. Und da entsteht dann Kokons. So, aber wir haben hier tatsächlich noch einfach eine Menge Futter. Das heißt, die sind im Moment noch gut versorgt, so wie es aussieht. Schauen wir mal. Ein bisschen Belüftung schadet nicht. Und dann sieht man schon, wie die sich hier vermehrt haben. Ne? Das ist schon, ich finde es schon sehr beeindruckend. Ich glaube, dass es am Anfang so ein verhältnismäßig Sorgenkind war, diese Kiste. Weil sie ja eigentlich viel zu groß war für die Art und Weise, wie ich sie dann betrieben habe auch. Sagen wir es mal so, das war ja wirklich mein Fehler dann. So. Schaut euch das mal an. Hier haben wir noch ein Stück Paprika, das da schon verarbeitet wird. Charlie raus. Mein Hund versucht gerade mein vorkompostiertes Zeug zu fressen. Mein vorkompostiertes Wurmfutter, das ich gerade offen auf dem Boden stehen habe, hier im Gewächshaus. Ist übrigens auch die Möhrendiebin von neulich. Die andere Hündin, die Maila, die ist nicht ganz so frech. So. Also ich bin sehr zufrieden mit dem, was sich hier tut. Ich finde, es könnte definitiv feuchter sein. Da werde ich jetzt auch was an Wasser mit reingeben, reinsprühen und schauen, dass sich die Feuchtigkeit ein bisschen erhöht. Ansonsten finde ich, sieht es eigentlich echt super aus. Schaut euch das mal an. Mega. Jetzt wollte ich eigentlich hier testen, welches Vorkompostierte sie mehr mögen. Jetzt bin ich am Überlegen, ob das Sinn macht. Ich glaube, wir probieren es trotzdem mal. Das heißt, ich mache das jetzt. Oder? Nee, dann mache ich das nächstes Mal in der anderen Kiste. Ich glaube, das macht hier, wenn die noch so viel Futter haben, gebe ich noch ein bisschen was Vorkompostiertes zwar dazu, um das Ganze nochmal weiter anzukurbeln und auch gegebenenfalls warm werden zu lassen für die jetzt kälteren Tage. Und dann mache ich den Versuch nächstes Mal, glaube ich. Ja, so mache ich das. Also mache ich jetzt einfach nur hier. Nein. Wisst ihr, was ich mache? Ha! Ich gebe jetzt hier ein paar Pferdeäpfel rein. So, die sind allerdings im Moment sehr trocken, das heißt, ich werde die jetzt gleich ansprühen. So, schaut euch das mal an. Hier gehe ich jetzt tatsächlich davon aus, dass die sehr mögen werden, ne? Aber die könnten sich erwärmen. Also ihr habt sicherlich auch schon mal die dampfenden Pferdehaufen und so gesehen. Das passiert bei Pferdemist einfach gerne. Deswegen wirklich nur auf einer Seite füttern, falls ihr das auch probiert, und die andere freilassen, weil
das eben sonst zu warm werden kann. So können sie jetzt dann überall hin abhauen. Dann sprühe ich das hier jetzt einfach kräftig ein mit meinem Wasser und mache gleich meine Hand ein bisschen sauber. Ich bin leider keine Linkshänderin, deswegen habe ich da ein bisschen zu kämpfen damit, mit der linken Hand zu sprühen. Aber die linke Hand ist einfach die saubere im Moment. So. Okay, jetzt kann ich auch wieder mit der Hand sprühen. Hier am besten Regenwasser nehmen, wenn ihr es könnt. Ansonsten Leitungswasser zumindest mal über Nacht oder am besten 24 Stunden einfach stehen lassen, bevor ihr es nutzt. Damit gegebenenfalls vorhandenes Chlor ist in Deutschland nur innerhalb sehr kleiner Richtwerte tatsächlich im Wasser erlaubt. Aber damit das einfach weg kann. So. Ich denke, das war jetzt sehr großzügig besprüht. Ich hoffe, das passt so. Ich decke das jetzt hier ab. Da ist genug Heu und so weiter auch drin, um Kohlenstoffmaterial zu sichern. Und dann mache ich jetzt einfach mein ganzes Laub und so wieder drauf. Und dann schauen wir, wie es nächstes Mal sich entwickelt in der Kiste.